Am nächsten Tag hat Paul Richter nach einem Schichtwechsel mit Peter Rothmeier Dienst, als eine 10-Jährige mit einer gefälschten Fahrkarte aufgegriffen wird. Sie sind die Mutter der Lotte? Ja, was ist denn hier eigentlich los? Lotte, Schatz, was machst du denn? Wieso bist du nicht in der Schule? Ja, da fragen wir uns eigentlich auch. Lotte ist jetzt uns gegenüber sehr verschlossen, möchte nicht sagen, wohin sie jetzt unterwegs war überhaupt jetzt zu diesem Zeitpunkt. Brisant an der ganzen Geschichte ist, dass sie Lotte auch eine gefälschte Fahrkarte mit sich führte. Und was? Ich verstehe gar nichts mehr. In Chorweiler. Was? In der Schule. Lotte, was machst du in Chorweiler? Das ist am anderen Ende der Stadt. Das stimmt. Verstehe ich nicht. Okay. Kommen Sie doch einfach mal mit ins Büro, dann können wir uns da weiter unterhalten. Es kommen ja wahrscheinlich noch mitgehen? Andere zur Wache. Da müssen wir nicht auf den Gang zusammen. Ich komme mal hinterher. Ich habe hier schon einmal das Ticket. Setz dich doch ruhig. Setz dich hin. Setz dich ruhig. Erstmal möchte ich dir erstmal sagen, es wird dir hier nichts passieren. Ja? Keiner von uns beißt. Der Kollege Richter nicht, nee. Und ich erst recht nicht. Ne? Es geht im Prinzip uns nur darum, wo wolltest du jetzt zu dem Zeitpunkt hin? Punkt 1, warum warst du nicht in der Schule? Punkt 2 und zu Punkt 3, das ist ja ein gefälschtes Monatsticket. Allerdings tatsächlich auch auf den Namen ihrer Tochter ausgestellt. Woher hast du das? Und was machst du da? In Chorweiler. Ja, uns wolltest du auch nichts sagen. Nee. Halt, ne? Ich habe das wirklich die letzten 20 Minuten probiert irgendwie. Guck mal, da ist nicht nur eins drin. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, dann habe ich jetzt einfach nur so. Die Schule geschwänzt. Hm. Oh je. Yeah. Das ist ja auch jetzt so ein bisschen dilettantisch gemacht, ne, oder? Da zweimal. Das ist doch irgendjemand, der dir das verkauft. Das ist ja richtig, ne? Die ganzen Angaben. So haben wir sie ja eigentlich auch gefunden. Ja, ja. Bist du denn schon länger damit unterwegs? Wie der Kollege ja schon sagt, eines im Januar ausgestellt. Ist denn da soweit gar nichts aufgefallen in der Richtung? Nee. Haben die Lehrer auch noch nicht angehört? Ich weiß ja nicht, ob das jetzt der erste Tag ist, wo sie die Schule schwänzt. Im Prinzip erwarte ich ja von den Lehrern, das wäre ja auch im Interesse der Eltern, wenn mein Kind nicht in der Schule erscheint, dass die sich erkundigen, ja, wo ist denn die Lotte? Ja, nee, ist mir gar nichts bekannt. Es hat noch niemand angerufen. Was uns natürlich auch irgendwie wundert, ist, was sie so lange weit ab eigentlich von Mülheim treibt. Ich habe keine Ahnung. Wo war das? Köln-Chorweiler? Harolds Kiosk. Kennen Sie den? Noch nie gehört. Wolltest du da hin? Ich prüfe das mal. Guck mal, dann ist das so eine Abstempelkarte, ne? Ja, ja. Oder was das ist. Von vier Stempel habe ich schon. Willst du uns nicht sagen, was da passiert ist? Du brauchst keine Angst zu haben. Brauchst wirklich keine. Unterdessen bestellt Paul Richter den Kioskbesitzer zur Wache, dessen Gutscheinkarte im Schulranzen der schweigsamen Schülerin gefunden wurde. Wir haben nämlich eine blöde Geschichte. Wir haben heute eine junge Dame durch die Bundespolizei auf die Wache bekommen. Die junge Dame stand mit Rucksack und Jäckchen an der Bahnhaltestelle. Haben Sie die schon mal gesehen? Ich sehe den ganzen Tag so viele Leute. So viele Kinder wahrscheinlich. Also, ne? Ja, da sind mehrere hundert am Tag, die sich da rumtummeln. Ne? Ja, ja. Kann sein, das Mädchen, so Kinder, die sieht man viel, ne, bei uns. Ja. Mein Problem ist, die junge Dame hat Monatstickets bzw. ein Schülerticket bei sich gehabt. Und ich dachte, da sie einen so Stempelgutschein von ihrem Kiosk hat, ja, dass sie die Ihnen vielleicht bekannt vorkommt. Ja, die gebe ich aus, aber die Tickets, ich verkaufe doch keine Tickets bei mir. Nee. Nee. So was mache ich nicht. Ne? Okay. Ja, vor allem sind das gefälschte Tickets. Ne? Im Prinzip ist das ein Problem. Gefälscht? Ja, im Prinzip ist das ja ein Gewinn von 100%. Da brauchen Sie nämlich gar nichts von abführen an die So was würde ich schon mal überhaupt nicht machen mit gefälscht und so was. Aber wo Sie das ansprechen, ich habe einen Mitarbeiter, der Bernd, ich darf das jetzt normal nicht so sagen, aber der hat schon mal gesessen. Also ob da irgendwas ist. Wie heißt der denn weiter? Der hat irgendwas mit dem Internet gemacht, irgendwie. Bernd Schnittlach heißt der. Da bin ich jetzt ja drauf gekommen. Schnittlach heißt ja, der? Schnittlach. Irgendwo muss man da. Heißt irgendwie. Schnittlach-Weiß. Oh, die hieß auch so. Das Mädchen heißt ja mit Nachnamen Schnittlach-Weiß. Ja. Vielleicht. So, was ist denn?
Schnitt nach Jahren, 3.389, Strafe, Haftstrafe, 5 Monate wegen Internetbetrug. Internetbetrug. Halbes Jahr wegen Internetbetrug. Der hätte aber für Internetbetrug hätte er aber zugeschlagen, wenn du ein halbes Jahr kriegst. Ja. Wenn du im Internet gut bist, kannst du sowas dann auch fälschen, kannst du sowas ausdrucken? Wenn du betrügen kannst. Ist der jetzt im Kiosk? Ja, der ist im Kiosk. Ja. Der ist jetzt im Kiosk. Ja. Also, dann sage ich dem Alex Bescheid. Dann soll entweder eine Streifenwagenbesatzung den holen. Ja, der muss ja die Hütte auch zumachen. Tut mir leid, aber da muss Ihr Kiosk mal für eine Stunde schließen. Ja, da muss ich mal zumachen. Sobald wir die Kehrt haben, können Sie direkt zurück, ne? Ja. Frau Beuys, in dem Kiosk arbeitet ein Bernd Schnittlach. Ist das der Vater der Lotte? Ja. Okay. Jetzt verstehe ich das. Der Bernd. Ja. Besagter. Du hast Papa besucht. Ja. Und du hast mir nicht Bescheid gesagt. Hast du ihn angetroffen? Ja. Mensch. Und dann warst du auch schon mehrfach da. Wieso hast du denn nichts gesagt? Weil ich dachte, dass du es mir verbietest. Ja, aber muss uns doch sagen. Ist doch. Meine Frage wäre dann auch noch. Jetzt abgesehen davon, dass sie jetzt da war, gut, dass wir Bescheid wissen. Ne? Ja. Wer hat dir denn die Tickets verkauft? War das auch der Papa? Ja. Oder gegeben? Der hat dir nicht verkauft, der hat es dir gegeben. Ja. Hat der Papa gegeben. Nicht, dass der Dame jetzt auch noch was mit zu tun hat. Das ist die Frage. Wenn er das jetzt gewerblich betreibt und die Dinger wirklich verkauft, nebenbei noch. Der war doch schon im Knast. Gab es denn bei der Trennung eine gerichtliche Verfügung über so eine Besuchsregelung zum Beispiel, alle 14 Tage mal zum Papa oder so? Ja, genau. Lotte darf alle 14 Tage zum Papa. Immer dann zum Wochenende hin? Genau. Und das passiert auch regelmäßig? Mhm, ja. Da hat er ein Anrecht drauf. Da hat er ein Anrecht drauf? Genau. Gut. Aber ist dir im Prinzip zu wenig? Vermisst du den Papa? Ja. In der Zwischenzeit haben die Kollegen den Vater der kleinen Lotte zur Wache gebracht. Im Gepäck hatte der 32-Jährige tatsächlich ein Paket gefälschter Fahrtickets. Oh, hast du Freikarten? Ja. Woher? Hat er bei sich gehabt. Ist nicht klar? Hat er schon einmal dazu gesagt? Nö. Nee. Willst du mitkommen? Ja. Ich komm gleich wieder. Schön, das ist Kollege Rottmeier. Ja. Mein Name ist Richter. Wir wollten Sie eigentlich telefonisch erreichen, aber da haben wir uns gedacht, wir schicken lieber eine Streife her, die Sie direkt holt. Nicht, dass Sie mir noch auf krumme Gedanken kommen. Wieso auf krumme Gedanken? Weil Sie hier gefälschte Tickets bei sich führen. Was machen Sie damit? Erstens führe ich die nicht bei mir, sondern die waren im Laden. Was machen die im Laden? Ich verkaufe die für meinen Chef. Und der Chef lässt die machen? Wie machen? Oder machen Sie die? Ich mache die bestimmt nicht. Ich habe, wie gesagt, ich wusste davon nichts, dass die gefälscht sind. Man hat mir jetzt gesagt, dass die seien gefälscht und ich wusste davon nichts. Der Chef an sich streitet aber auch ab, was damit zu tun zu haben. Ja, ich fange bei ihm an zu arbeiten und soll gleich wieder Scheiße bauen. Ich bin gerade erst raus, ich habe ganz andere Wege eingeschlagen. Ich habe eine Tochter, die ist das, die Zeiten sind vorbei. Also. Eben. Und eben diese Tochter haben wir nämlich bei uns auf der Wache, die das gefälschte Ticket mit sich führt. Jetzt, wenn wir eins und eins zusammenzählen, kommt bei uns natürlich der Verdacht auf, auch Stopp. Ich wollte nur, dass meine Tochter mich regelmäßig besuchen kann. Ja. Ne? Also wie gesagt, ich möchte echt ein gutes Verhältnis zu ihr aufbauen. Ja. Und klar, wir hatten jetzt einen Deal, den jetzt die Mutter nicht vielleicht wusste, dass sie mich einmal die Woche so gut besuchen dahingestellt. Kann. Ja. Mhm. Ne? Aber wie Scheiße gesagt, in der Schulzeit, ne? Sag ich direkt, aber gut, okay. Ja, das wusste ich auch nicht, dass sie die Schule dafür schwänzt. Das wusste ich jetzt nun ehrlich gesagt nicht. Ne? Das war auch nicht der Deal mit ihr, dass sie dafür die Schule schwänzen soll. Ne, ich wollte nur, dass sie mich dann halt nachmittags mal vielleicht für eine Stunde noch mal so besuchen kann, damit wir uns sehen kurz und zusammen Zeit verbringen. Ja. Und deswegen habe ich die Tickets aus dem Laden sozusagen abgekauft. Ich habe dafür ja auch bezahlt. Was bezahlt man für so ein Ticket? Ja. 35 Euro. Okay. Ist der Chef noch da? Der sitzt draußen im Flur. Hat der einen Internetauftritt? Der ist im Internet, ja. Wie habe ich die aus, ne? Ja, so habe ich ihn ja auch gefunden. Hier. 22.11.21. Ein Post. Hä? Hier, da stehen Sie als neuer Mitarbeiter. Ja. Ab heute gibt's auch Bahnkarten bei uns zu kaufen. Und dann haut er rein. Das muss doch auch Internet, das sieht jeder. Da müssen die Verkehrsbetriebe doch dann irgendwann auf den zukommen und sagen mal, wo hast du die Tickets her? Oder was machst du da? Über 350 Freunde. Das ist doch lizenziert, sowas.
Die gehen nicht auf jede einzelne Kioskseite und sagen, gucken, bietet der vielleicht Tickets an. Das ist schon klar, aber irgendwann, ein Mitarbeiter von der Verkehrsbetriebe geht ja auch mal dann da einkaufen oder was weiß ich in dem Kiosk. Spätestens dann fällt das doch auf. Ja gut, das läuft jetzt seit 3 Monaten. Ist jetzt meine Tochter hier und so, oder? Die sitzt. Sollen wir rübergehen? Ich würde jetzt echt mal gerne wissen, was hier los ist, so, weil... Ich hol mir den Leihschlinger. Ja. Also ich gehe mit ihm rüber und du holst den Leihschlinger zu dir. Ja. Dann kommen Sie mal bitte mit. Gehen wir hierher. Ja, das von meiner Seite aus ist das in Ordnung. Alles klar. Danke. Die Leute sitzt hier. Auch ihre Ex. Ja. Hallo. Hey, alles gut. Was war denn los? Warum hast du in die Schule geschwänzt? Weil ich zu dir wollte. Ja, aber das war doch nicht der Deal, dass du die Schule extra schwänzen sollst. Ich habe gesagt, nach der Schule sollst du mich besuchen. Tut mir leid, wir haben es heimlich vereinbart, es war nicht so geplant, aber ich verspreche dir, mit dem Kartenfälschen habe ich nichts zu tun. Die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Herr Leihschlinger, es sieht so aus. Wir haben ja dir erklärt, worum da mit den Tickets ging. Dann haben wir mit Ihrem Mitarbeiter, dem Bernd, gesprochen. Und der Bernd hat recht glaubhaft erklärt, dass er das Ding auch gekauft hat. Und nun habe ich mal auf Ihre Internetseite geguckt und da siehe an, seit dem 22.11. Scheiße, genau. Ja, gut. Also, wovon soll ich denn noch leben als Kioskbesitzer? Mir steht das Wasser bis zum Hals. Also, das, weil an den ganzen Pfennigsartikeln, da verdient man da nichts mehr. Wenn ein Kind mal ein Eis kauft, habe ich mal 10 Cent dran. Gut, habe ich mir mit den Tickets angefangen zu verkaufen. Aber ist das denn so schlimm? Unterm Strich ja. Also, was heißt unterm Strich ja? Ich lasse es jetzt sein, gut, ist jetzt da gut, komm, vergessen. Naja, vergessen wird. Das kann ich den Verkehrsbetrieben so nicht verkaufen. Der Kioskbesitzer muss sich wegen gewerbsmäßiger Urkundenfälschung verantworten. Das Ex-Paar hat sich ausgesprochen und Lotte darf ihren Vater nun einmal pro Woche offiziell sehen.